Terminator Sarah Connor Chronicles, L'Integrale des Saisons 1-2. Französische Blu-ray Komplettbox mit allen Teilen. Beziehungsweise Komplett Staffel 1 und 2 in einer Box und unter anderem mit sowohl deutscher Sprache als auch mit deutschen Untertiteln, war genau, wonach ich suchte. Denn wer vorher warten konnte und nicht gleich käuflich zugeschlagen hat. Als diese Serie noch im Free TV lief bzw. über deren Einstellung nicht zu 100% sicher entschieden wurde, braucht sich ja nun nicht extra noch Staffel 1 und 2 separat kaufen, oder? Terminator Sarah Connor Chronicles gefiel mir als Serie von Anfang an ausgesprochen gut. Vor allem, oder vielleicht gerade deshalb, weil die Handlung aus Teil 3, Terminator 3 Rebellion der Maschinen, komplett ignoriert wurde und nahtlos an Terminator 2 Tag der Abrechnung angeschlossen hat. Obwohl ich früher mal sagte, das heißt, bevor diese Terminator-Serie herauskam, dass Teil 3 ein würdiger Abschluss des gesamten Franchise war, wo dieser aufhört, fängt ja praktisch Teil 1 wieder an. Vergleichbar mit der Hannibal Lecter-Trilogie denke ich inzwischen anders darüber. Der Grund, warum, folgt gleich. Wie ja ebenfalls bekannt ist, hat man inzwischen auch dort noch einen Film nachgelegt, Hannibal Rising, wie alles begann. Runde Klammer. Später sogar noch eine Serie und gibt es aus der Terminator-Film-Reihe auch bereits einen Teil 4, 5 und 6. Mit diesem kann bzw. konnte ich aber nicht besonders viel anfangen. Meiner Meinung nach, zumindest, waren sie alle nicht wichtig gewesen und überspannen das gesamte Thema dazu ebenfalls nur unnötig. So denke ich allerdings auch über John Rambo, Indiana Jones Königreich des Kristallschädels, Resident Evil Teil 4, 5 und inzwischen ebenfalls 6 oder Fluch der Karibik 4, okay. Mal abgesehen vom wirklich gelungenen Fortsetzungsteil von Trainspotting 2, über 20 Jahre nach dem ersten Film gedreht, der sich kurz zurück zum eigentlichen Thema hier geschrieben, ebenfalls T2 nennt. Kann man es auch mit Sequels, Prequels und so weiter inzwischen ganz schön übertreiben. Okay. Zugegeben. Vielleicht auch wegen Summer Glau und Lena Headey, denn während letztere eine glaubwürdigere Darstellung als John Connors Mutter abliefert, als es Linda Hamilton jemals möglich war, sorry, ist jedenfalls mein rein subjektiver Eindruck. Ich persönlich halte Linda Hamilton auch für eine viel zu überschätzte Schauspielerin. Gefiel mir bei ersteren besonders gut die neuen, innovativen Ideen, die hier bis dahin von einem Terminator T-800 Modell gezeigt worden sind, wie zum Beispiel, dass sie die Fähigkeit zu essen simulieren und überzeugend vortäuschen können. Auch wenn, was wir ja noch aus dem zweiten Film gelernt haben, Terminatoren, oder einfacher ausgedrückt, ihr Chip als PC, besonders jene davon, die neu oder umprogrammiert wurden, lernende Computer sind sowie durchaus in der Lage, sich selbstständig weiterzuentwickeln oder auch eigene Entscheidungen zu treffen, hat Summer Glau dieser Figur hier ganz neue Aspekte gegeben. Und dies ist ebenfalls etwas, das Arnold Schwarzenegger schwer zu zeigen gefallen ist.
Hier haben wir also bereits zwei viel überzeugendere Darsteller als noch in den Originalfilmen, Figur der Mutter und des T-800. John Connor, Thomas Decker, dagegen bleibt größtenteils farblos. Mag sein, dass ich mit dieser, meiner Ansicht nun allein dastehe. Aber so denke ich zumindest darüber. Okay. Nur so viel zu den Hauptdarstellern. Nun zu den Nebenrollen. Brian Austin Green als Bruder von Kyle Reese, Derek Reese oder Shirley Manson, Sängerin. Der Rockband Garbage als T-1000 Modell. Um nur mal zwei der oft wiederkehrenden Figuren in beiden Staffeln zu nennen. Überzeugten ebenfalls sehr gut, die letztgenannte sogar auf der ganzen Linie. Andere, Richard T. Jones, Owain Yeoman, Dean Winters spielen jeweils die Figur des Cromarty. FBI-Agent James Allison und den Ex-Lover von Sarah Connor machen ihre Sache genauso nicht. Schlecht blieben allerdings dagegen nicht so besonders im Gedächtnis. Die Action, im Sinne von das hier, natürlich erst recht bedingt durch das Serienformat, doch recht viel mehr passiert. Wie, dass quasi am laufenden Meter Terminatoren und weitere Widerstandskämpfer durch die Zeit gesendet werden, hat genauso den Vorteil, verglichen zu den Filmen. Wenn auch natürlich mit bedeutend weniger Aufwand inszeniert, dass man wunderbar unterhalten wird. Noch dazu sind vor allem hier und ebenfalls direkt verglichen zu den Filmen immer wieder interessante oder bis dahin völlig unbekannte Fakten aufzuschnappen. Kann diese Serie, wobei deren Qualität auf Blu-ray akzeptabel, wenn auch nicht so viel besser als auf DVD ist, dafür allerdings in dieser Edition endlich komplett, jedenfalls allen Terminator-Fans uneingeschränkt, empfehlen und fand es sehr schade, dass sie vorzeitig eingestellt, abgesetzt wurde. Während die Filme dagegen mittlerweile kaum noch etwas wirklich Neues bieten und nur noch versuchen, das Publikum mit möglichst viel, dafür allerdings billigen, nur, das sieht man am Ende leider auch, CGI-Effekten zu beeindrucken, entdeckt man hier doch ironischerweise, trotz TV-Format eine viel bessere, sowie oft auch logisch mehr durchdachte und weiterführende Geschichte, bezogen auf das Franchise, wenn sie also, wie ich selbst, die Qualität der Quantität vorziehen, zugreifen. Kauf- und Ausleihtipp.